Chef on Air. Und heute wird es eine leckere Stunde, denn ich habe einen Mann bei mir im Studio, Giovanni Taurone, waschechter Italiener. Und du machst, ja, was hat das mit lecker zu tun, was du tust? Lecker, wir betreiben einen italienischen Supermarkt, also italienische Lebensmittel in Frankfurt am Main. Mhm. Wir liefern Gastronomiebetriebe und auch wiederverkaufende Betriebe, die praktisch auch mit Lebensmitteln zu tun haben. Und ja, das mache ich. Alles, was rund um Bella Italia ist, Essen, Trinken, beides? Essen und Trinken beides, ja. Wir haben auch ein Hauptaugenmerk auf italienische Weine größtenteils, aber auch italienisches Bier. Wir haben eine Feinkosttheke, da wird Käse aufgeschnitten, Wurst aufgeschnitten, alles italienspezifisch vom Lebensmittel-Feinkost-Segment bis hin zur Pasta im Supermarkt in Italien, die für jedermann zugänglich ist, auch vom Preis her. Chef on Air heute mit einer leckeren Stunde mit Giovanni Taurone. Das hört sich schon, ich finde diese italienischen Namen, die hören sich schon irgendwie so ein bisschen wie Musik an. Du bist ein waschechter Italiener? Ein waschechter Italiener und du sprichst es sehr gut aus, muss ich jetzt sagen. Ja, eine Verbindung mit einer Italienerin hat ihre Spuren hinterlassen. Insofern, jetzt aber mal zu dir und deiner Familie. Wie lange seid ihr, wie lange bist du schon hier in Frankfurt? Wie fing das alles an? Ja, in Frankfurt auf die Firma bezogen sind wir seit 1992. Das fing mit meinem Vater an. Mein Vater hatte früher ein ganz anderes Gewerbe, der war im Reinigungsgewerbe. Also wir hatten mehrere Reinigungen. Die hat er dann irgendwann mal aufgegeben. Und dann kam ein Verwandter um die Ecke und hat gesagt, wollen wir nicht einen Supermarkt aufmachen, einen italienischen Supermarkt. Und so ging es dann damals los, ja. Warum macht man einen italienischen Supermarkt? Wir sind ja heute gerade in Europa, auch wenn auch 92 schon ein bisschen her ist. Aber man kriegt ja relativ viele Sachen auch bei den anderen, wenn man jetzt keinen einzelnen Namen nennt oder wir nennen sie alle mal Aldi, Lidl und Konsorten. Warum macht man dann trotzdem einen italienischen Supermarkt? Ja, wir sind sehr spezifisch. Wir haben von der Feinkostabteilung, also zur anständigen Mortadella mit einem guten Durchmesser und nicht so die kleine Mortadella, die man sonst wo bekommt. Die richtige von Mama, die genau, von Mama, die jawohl. Richtige. Aha. Bis hin zu den italienischen Weinen. Naja, wir können uns den Luxus erlauben, auf knapp 600 Quadratmeter Supermarktfläche und dann noch ein bisschen Lager, was wir haben, mit nochmal 2000 Quadratmeter eben, nur italienische Produkte anzubieten. Und deswegen ist unser Sortiment natürlich viel, viel ausgeweiteter als das ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich sag mal. Von den anderen. Genau, von den anderen, die eben auch noch andere Sachen im Sortiment haben, statt italienische Lebensmittel. Also die ungarische Salami gibt es bei euch definitiv nicht? Doch, die gibt es schon, aber auf italienische Art und Weise. Und diese Salami heißt dann Ungarese. Nimm uns doch mal mit. Ich komme jetzt zu dir. Also virtuell. Jetzt machen wir ein bisschen Appetit. Wir kommen bei euch rein. Wie sieht das da aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Beschreib mal, wenn man reinkommt, szenisch jetzt. Was ist ein italienischer Supermarkt? Wie geht das? Naja, unser italienischer Supermarkt ist so, dass du reinkommst. Wir sind in einer Lagerhalle. Also von außen unspektakulär? Von außen sehr unspektakulär. Wir sind auch gar nicht einsehbar. Also wir sind dort im Hof, ja, von einem Gebäude. Und dann kommst du rein und denkst du erstmal, oh ja, hier ist eigentlich nicht so spektakulär, weil wir eigentlich relativ versteckt sind. Dann kommst du einmal um die Ecke. Und dann fängt man ein bisschen an, verwinkelte Regale zu sehen. Und das Erste, was du auf der rechten Seite siehst, sind Produkte für Personen mit Intoleranzen, wie zum Beispiel glutenfreie Produkte, also auch Kekse, laktosefreie Produkte. Und dann haben wir ein sehr, sehr großes Regal mit Süßwaren, also Schokolade, der Frühstückskuchen und so weiter. Also dann gehst du weiter vor und dann kommt erstmal ein schönes Regal mit relativ vielen Weinen. Hm. Und wenn man dann praktisch um dieses Weinregal herumgeht, dann öffnet sich ein Spektrum mit einer schönen und großen Feinkosttheke von knapp 11 Metern und ein kleines Bistro, was wir am Samstag mehr oder weniger betreiben aktuell. Da kann man auch ein bisschen was naschen dann? Am Samstag, ja. Wir spielen eigentlich auch mit dem Gedanken, irgendwann mal Mittagstisch dort zu machen, aber das ist für die Zukunft geplant, aber es ist in Planung und wir wissen noch nicht, ob wir es umsetzen, ehrlich gesagt.
Und bei der Feinkosttheke, das sind dann auch wirklich so die frischen Sachen, also die du wirklich so abgepackt so normal nicht kriegst. Holt ihr die dann extra rüber? Also habt ihr dann einen eigenen quasi Import davon? Wir sind, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre und wir haben da unsere Lieferanten sicherlich aus Italien, insbesondere in der Feinkosttheke fast nur aus Italien und dann sind das kleine Käsereien oder auch der größere Hersteller von Käse, aber auch von Wurst, Salami und dann haben wir noch Antipasti, also auch eingelegte Antipasti und eigentlich alles, was das Antipasti-Herz begehrt, findet man bei uns in der Theke. Da kann man sich echt ausleben. Es macht auch Spaß. Ja, wenn ich schon denke, läuft mir schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Okay. Und das Ganze auf einigen 100 Quadratmeter, wie du gerade gesagt hast. Und das Ganze kann man dann sich natürlich abpacken lassen. Und das gibt's dann auch so von kleinen bis großen Mengen, je nachdem, wie du es halt brauchst. Also da gibt's keine Mindestmengen oder ähnliches, sondern... Nein, bei uns gibt's keine Mindestmengen. Bei uns gibt's die 100 Gramm Salami. Es gibt aber auch die 100 Kilo Salami. Und es gibt was auch immer man möchte. Manchmal sagt man, sagt der Kunde zu mir, sagt er, haben Sie vielleicht noch einen Kasten Wein? Ich sage, ja, gerne. Wir können noch eine Palette haben. Und dann guckt er einen an. Dieser Bus. Also wir haben schon ein anständiges Sortiment und ich denke, wir haben auch genug Ware im Lager. Ja. Chef on Air mit Giovanni Taurone und er hat ja quasi im Prinzip im Familienbetriebsmodus einen italienischen Supermarkt. Du hast eben gerade szenisch umschrieben, so quasi so ein bisschen im Hinterhof. Sagen wir doch auch gleich mal, wo das Ganze zu finden ist. Das ist auf der Hanauer Landstraße 208 bis 216 in Frankfurt. Das ist ungefähr auf der Höhe von wo, wenn man jetzt die Nummer nicht so im Kopf hat? Von der Autobahn rausfährt Richtung Innenstadt. Dann ist das auf der Höhe, wo das ehemalige Kinkermeer war. Also wo das neue Fortuna nirgendwo ist. Genau das, ja. Da. Ein bisschen weiter davor. Okay, also da ungefähr kann man es einordnen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also lecker klang's, wir sind ja schon mal gerade so ein bisschen rund gegangen bei dir. Ist das jetzt was nur für Privatpersonen, also für die italienische Familie oder den italienischen Genießerliebhaber ist? Oder ist das auch was, wo der Betreiber von Restaurants oder ähnlichen Leckereien dann auch bei euch was bekommt? Ja, wir sind nicht ganz rund gegangen. Wir haben noch ein bisschen was mehr im Petto. Aber ach so, ja, dann gehen wir erst weiter. Dann gehen wir erst weiter. Aber machen wir erstmal die Frage, für wen ist das alles? Ja, also wir beliefern tatsächlich auch Gastronomiebetriebe und Wiederverkäufer, also praktisch die Pizzerien um die Ecke oder Pizzerien, die Restaurants, das sind auch unsere Kunden. Ja. Und stehen geblieben beim Rundgang sind wir an der Feinkosttheke, da ich ja noch nicht da war, dann gehen wir jetzt bitte mal weiter noch. Ja, wir haben noch ein frisches Regal, auch wieder mit knapp 12 Metern, da sind von der Panna Cotta zum italienischen Dessert, aber auch wieder Käse am Stück oder die Salami, alles die frisch. Abgehauen wird. Das ist alles frisch. Ja, das ist alles frisch. Größtenteils dann abgepackt, wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll, man vielleicht mal nicht an der Theke warten möchte und dann geht man praktisch an das Kühlregal und bedient sich dann daraus. Ja, Mozzarella, Büffelmozzarella, es ist alles da. Weiter geht's? Dann geht's weiter mit tatsächlich auch Putzmittel und Hygieneartikel, also auch italienische Deos. Okay. Werden die auch gekauft? Funktioniert das italienische Deo anders als das bei uns? Nein, das riecht vielleicht anders. Ich kann es dir nicht sagen. Es wird gekauft. Okay. Und dann Olmas Pasta. Ja, Kaffee, Espresso, in Bohnen, in allen Variationen vom Pet bis hin zum für Dolce Gusto und wie sie noch alle heißen. Oh, das war jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob ich das... Oh. Ist völlig in Ordnung. Wird uns keine Belange deswegen. Okay, also dann sind wir durch die Kaffeeabteilung und... Ja, und dann einfach waren die Marmeladen, die Konfitüren, es gibt Thunfisch, so spezifische Sachen wie ein italienischer Brokkoli oder... Also eigentlich haben wir so um die 5000 Artikel im Oha. Sortiment, wo man sich dann bedienen kann und wo man glücklich sein kann und sicherlich ist für jeden was dabei, ob das jetzt ein Abend mit Freunden ist oder einfach mal ein romantisches Dinner oder was weiß ich. Kann ich nicht. Also bei uns wenn du mal eine richtige italienische Arbeit machen willst, dann musst du vor bei dir kaufen. Genau. Also ist das alles getestet? Also ist das alles sozusagen von euch handverlesen? Wie kommt man zu 5000 italienischen Produkten? Ja, wie gesagt, wir machen das seit 1992 und dann kriegt man... Über 30 Jahre Jubiläum gerade durch, ne? Ja, genau, ja.
Und dann kriegt man raus, was Leute mögen. Und dann diese Nischenprodukte muss man halt auch immer so ein bisschen propagieren und muss sie natürlich auch anbieten und sagen, hier, wenn du das und das machst, hast einen schönen Abend, hast einen Abend mit Freunden und dann kannst du das und das machen, schildest bestimmt Eindruck. Wir haben auch Tiefkühlsachen, mhm. Dort sind beispielsweise auch sehr, sehr schöne handgefertigte Pizzen dabei. Aktuell keine da, aber die kommen jetzt wieder irgendwann mal Mitte Mai, weil der Hersteller ein bisschen im Verzug ist, weil er eben die Dinger tatsächlich auch noch in einem anständigen und ich sag mal haushaltsüblichen Verfahren herstellt und dann schockfrostet. Ja. Also die ist dann tatsächlich quasi noch wie von der Mama so ein bisschen gemacht? Die ist dann wie von der Mama gemacht. Schmeckt ein bisschen anders als die normale TK, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Das heißt, die Sachen, die man bei euch bekommt, sind dann tatsächlich ein Stück weit auch anders. Macht ihr dann auch so Angebotswochen oder ist das so, dass das Sortiment, was ihr habt und das ist dann das ganze Jahr durch oder gibt es dann auch irgendwie so saisonale Unterschiede? Es gibt saisonale Unterschiede, aber dann tatsächlich nur für Saisonartikel, also sprich im Dezember zum Beispiel den Panettone, ja, oder den Pandoro oder wenn ich daran denke. Im April gibt es die Colomba oder ja, also das sind eher so die saisonalen Unterschiede. Mhm. Klar ist das Wintersortiment ein bisschen anders als das Sommersortiment. Man isst im Sommer anders als im Winter, ist ja ganz klar. Ne? Mhm. Und wenn man sie jetzt bei euch sozusagen dann da durchfuttert, ist das jetzt, wenn man das vorhat, wenn man das lecker sagt, ui, ist es dann teurer oder anders als in einem normalen Supermarkt oder ist das alles so im normalen Preis? Wie muss man sich das preismäßig vorstellen? Also es ist für jeden was dabei tatsächlich. Also du kriegst bei uns die Pasta in der Range von 79 bis 85 Cent und du kriegst aber auch den teuren Trüffel, allerdings nicht frisch, den machen wir zwar auch, aber auf Vorbestellung, da muss schon ein bisschen Menge da sein. Also wir haben keine frischen Produkte, das machen wir zum Beispiel nicht, also Fleisch und Gemüse frisch gibt es bei uns nicht. Aber du findest in jedem Preissegment irgendwas. Also es ist tatsächlich so, dass du jetzt nicht mehr als in einem normalen Supermarkt bezahlst. Mag ich jetzt fast schon mal zu behaupten. Chef on Air. Heute mit Leckermodus mit Giovanni Taurone, mit einem italienischen Supermarkt in der Hanover Landstraße. So ein bisschen versteckt im Hinterhof. Hausnummer nochmal? 208 bis 216. Das ist schräg gegenüber vom Kinker Meer. Ich darf das sagen, weil da, wo der Adi Goldmann seinen Fortuna nirgendwo hat, da sozusagen auf der anderen Straßenseite. Nee, auf der Straßenseite. Auf dieser Straßenseite sogar. Ah, siehst du. Nur ein bisschen weiter vorne. Nur ein bisschen weiter vorne. Da also findet man euch. Wir haben gerade über das Lecker gesprochen, was es bei euch gibt. Wer sitzt denn bei euch? Also das Ganze, was ihr da vertreibt, 5000 Produkte, die man bekommt, sogar bezahlbar, wie du gerade erzählt hast. Sitzt da noch die Mama tatsächlich an der Kasse? Wer seid ihr? Wie viel seid ihr? Beschreibt mir so ein bisschen die Menschen. Ja, die Mama, die ist jetzt über 70, die sitzt nicht mehr an der Kasse. Die hat aber jahrelang bei uns gearbeitet, tatsächlich. Ja. Das war auch die Menschen immer so ein bisschen abgeholt hat und auch... Die mit Herz. Ja, das kommt Italien-Flair auf. Bei uns sagen viele, wenn man zu uns kommt, das ist wie im Italien-Urlaub. Es riecht danach, es fühlt sich danach an. Es ist auch zeitweise bei uns chaotisch, das muss ich... das ist so. Aber das sind die Italiener. Echt? Das ist auch okay so, ja. Das darf ich sagen, ich bin Italiener. Wir sind chaotisch, aber wir sind auch freundlich chaotisch und denke... Das macht das bei uns, denke ich, auch aus und sagen auch der ein oder andere Kunde sagt das auch. Ja. Auch wenn die Mama jetzt nicht mehr da ist, wer ist dann da? Wie viel seid ihr jetzt in eurem Familienbetrieb? Ja, wir sind insgesamt knapp 25 Mitarbeiter. Oha! Ja. Mhm. Papa ist noch da, der ist... Ich will, dass das Alter, darf ich jetzt nicht sagen, das wünscht er nicht. Sonst kriegst du wieder auf die Finger, wenn du nach Hause kommst. Also Papa ist auf jeden Fall noch da, lässt nicht ganz locker, aber der Sohn macht das gut, finde ich zumindest. Aber 25 Leute, habt ihr sowas wie Fachkräftemangel? Wir haben in dem Sinn, ja, wenn man es Fachkräfte definieren kann, wir haben auf jeden Fall schon unseren Kampf, auch Kräfte zu bekommen, also abgesehen von Fachkräften. Ja. Wir sind sehr italienspezifisch. Logisch, also italienisch sprechen, wenn ihr italienische Kundschaft habt, also nicht nur der Deutsche, der italienisch mag, sondern auch wahrscheinlich Landsleute, die da auch einkaufen, gehe ich von aus. Ne? Und auch im entgegengesetzten Fall, wir haben halt auch deutsche Kundschaft, die, wenn ein Italiener da ist und nur italienisch spricht, eben, sich dann halt auch mit uns auf Deutsch unterhalten möchte. Ja. Das ist schon schwer. Also so jemanden zu bekommen, so im Spektrum, italienisch, deutsch, vielleicht noch Ahnung von dem einen oder anderen Produkt, auch mit der Mentalität klarzukommen, also auch im Team. Ja. Wenn man italienisch, ich habe gerade gesagt, ein bisschen chaotisch, vielleicht liebenswert und weiß ich, also Deutsche sind auch liebenswert, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, aber es ist anders. Ja. Jeder hatte so ein bisschen seine Eigenheit. Das heißt, also wen würdest du jetzt gerade im Moment gut gebrauchen können in eurem
im Sortiment in eurem Team? Naja, du wirst lachen. Aktuell könnten wir eine Teilzeitkraft in der Buchhaltung gebrauchen, tatsächlich. Okay. Und wir könnten jemand an der Theke gebrauchen und jemand, der uns beim Regale einräumen unterstützt, ja. Und wer Lust hat, der kann sich dann gerne wo und wie mit dir, mit euch in Verbindung setzen? Gerne über E-Mail info@me-ta.de. Die E-Mail kommt auch direkt an mich. Okay. Also insofern, ganz wichtig auch noch, jetzt haben wir ja gerade schon das Thema Internet. Ist das bei euch auch ein Thema? Also Internet und Online-Shopping, irgend sowas in dieser Richtung? Ja, es wurde zum Thema, als das berühmte und berüchtigte Thema Corona aufkam. Ich hätte in der Vergangenheit nie gedacht, dass man Lebensmittel online kauft, aber dann war das schon im Wandel. Das haben wir dann auch mitbekommen und haben dann gesagt, bevor der Zug abfährt, haben wir dann mal ein schnelles Projekt in der Firma Meta gedreht und haben gesagt, wir versuchen das jetzt. Ich habe dann schnell einen Shop aufbauen lassen, habe den dann auch in der Nacht- und Nebelaktion relativ schnell befüllt und wir haben den dann relativ schnell befüllt und haben den dann auch online gepackt und haben dann aber irgendwann mal gemerkt, es macht vielleicht Sinn, das Ganze so ein bisschen zu trennen und haben tatsächlich jetzt seit Dezember eine neue Gesellschaft gegründet mit Meta. Also Meta ist also jetzt nicht Meta verwechseln mit der Online-Großen, damit Facebook und so weiter, sondern Nein. Ihr in Kürzel heißt ja auch Meta. Ja, wir heißen in Kürze Meta und Facebook wurde neidisch und hat sich dann den Namen auch irgendwann mal geschnappt, weil wir waren vorher da. und den Online-Shop findet man dann wo und wie? Den Online-Shop findest du unter italienischeinkaufen.de. Mhm. Da haben wir auch ein Teilsortiment-Abbildung von knapp 3000 Produkten. Oh. Ja, aktuell ist es so, dass wir noch keine frischen Produkte, aber das wird jetzt nach und nach, dadurch, dass wir jetzt ja die neue Gesellschaft gegründet haben, können wir dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit investieren und sagen, jetzt haben wir unser Hauptaugenmerk da sitzt auch jemand in der Verwaltung, der uns jetzt wahrscheinlich auch zuhört. Ich soll ihn mal grüßen und sagen, dass er ein guter Mitarbeiter ist. Er ist ein guter Mitarbeiter. Der Beste. Du bist der Allerbeste. Gruß an Ralf. Radio Frankfurt wird Chef on Air und mit dem Italienischen, was man in Italien so alles bekommen kann hier in Frankfurt, nämlich Giovanni Tauron und eurem Supermarkt, inklusive der gesamten Mannschaft. Und du hast ja gerade schon einige gegrüßt, sogar mit Verstärkungsbedarf. Du hast schon gesagt, man muss da reinpassen. Also das heißt, also auch bei euch in der Firma geht's italienisch temperamentvoll durchaus zu? Mhm, auf jeden Fall, ja. Und wenn man jetzt überlegt, du hast auch gerade schon erwähnt, jetzt noch ein neues Projekt oder eigentlich schon im Leben, der Online-Shop, und dann die Frage, du bist jetzt ja derjenige, der sozusagen die nächste Generation, lieben Gruß an den Papa, aber du hältst die Zügel in der Hand. Hast du noch Zeit für Hobbys und Familie? Wie ist das? Bist du so ein Tag- und Nachtarbeiter oder ist das so, dass du irgendwie noch Luft hast und wenn ja, für was? Es ist, das unter Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, ist oftmals relativ schwierig, aber irgendwo musst du den Spagat schaffen. Ich meine, sonst drehst du ja am Rad irgendwann. Ja, ich bin Familienvater, ich habe drei Kinder. Drei Kinder? Ja, wie alt sind die? Mein Großer, der ist 9, dann habe ich den Mittleren mit 6 und das Nesthäkchen, das ist das Mädchen, die ist jetzt 4, die wird im Juni 5. Ui, die Principessa. Die Principessa, das ist auch ihr Spitzname, ich nenne sie Princess. Und die fordern dich als Papa natürlich dann auch noch dazu, ne? Ja, die fordern, ja. Drei und Kinder ist schon eine Nummer. Also ich liebe sie über alles, aber es ist schon eine Nummer, ja. Drei ist ein Haufen und gehe ich mal davon aus, dass eins deiner Hobbys deine Familie ist und dann noch irgendwas dazu oder bist du damit dann endgültig ausgelastet? Ich bin Genießer. Ich bin Genießer. Ich bin zu Hause. Ich lebe mein Zuhause. Ich mache gerne abends mal eine Flasche Wein auf und ess gerne. Das gehört also irgendwo auch. Ne? Aber also, siehst ja nicht so aus. Machst du noch ein bisschen Sport oder wie kriegst du das dann zusammen wieder? Nein, das mache ich tatsächlich nicht. Aber ich für meinen Teil war vor ein paar Jahren auch noch ein bisschen schlank. Das haben wir jetzt nicht gehört. Also der Mann ist gut beieinander im Sinne von, also nicht, dass es groß auffällig wäre, dass du Genießer wärst. Und bin ich. Wahrscheinlich, weil du auch viel arbeitest. Das zehrt dann wieder alles andere weg, gehe ich mal von aus. Das kann schon durchaus sein, ja, dass das so ist. Also Mittagessen fällt zeitweise auch mal aus. Und dann versucht man, der Große, der ist im Sport, dann holt man den abends ab, dann machst du ein bisschen früher Feierabend und dann, genießt ihr zusammen noch ein bisschen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Wo siehst du dich in 5 Jahren oder euch? Sehe ich mich. Wir müssen uns, glaube ich, wenn man beruflich sieht, immer neu erfinden. Wir wollen ja irgendwo auch Lifestyle verkaufen.
und müssen schauen, dass wir irgendwie immer uns in irgendeiner Art und Weise neu erfinden. Und ja, ich sehe mich in diesen Prozessen halt, ne, in der Entwicklung, was kann man Neues tun, macht man vielleicht irgendwann mal nochmal einen Mittagstisch dazu oder was weiß ich was. Also, aber Frankfurt willst du schon treu bleiben? Auch ist Frankfurt ein guter Standort für dich, für euch? Frankfurt ist ein super Standort für uns. Man muss dazu sagen, dass Frankfurt immer schwieriger wird. Das ist ja kein Geheimnis, dass Standorte letztendlich bzw. Flächen in Frankfurt sehr, sehr restriktiv sind. Ja. Und, das heißt, ihr würdet gern größer werden und findet nichts oder wie darf ich das deuten? Wir würden uns ein bisschen verändern wollen, weil unsere Halle, ja, ich sag mal, doch ein bisschen die Jahre gekommen ist. Wir machen das Beste draus, aber das Ambiente ein bisschen verändern und aber auch im Ostend zu bleiben, das wäre schon so mein Wunsch, aber das ist schon tatsächlich sehr, sehr schwierig in Frankfurt. Ja. So, an die Immobilienmenschen da draußen, was suchst du? Was hättest du? Mach mal einen Wunschzettel auf. Ja, send mal einen Wunsch nach draußen. Im Grunde genommen wäre für uns mal interessant, eine Supermarktfläche, ein ausrangierter Getränkemarkt oder irgendwie sowas, wo Parkplätze vor der Tür sind. Es müssten mindestens 600 bis 800 Quadratmeter sein, wo wir uns dann niederlassen können. Und vorzugsweise im Ostend. Das ist so unser Einzugsgebiet, da würden wir schon gern bleiben wollen. Na bitte, da wird doch einer da draußen sein, der dem Mann helfen kann, Himmeldonner. Insofern, ja, dann wünsche ich dir, deine Familie natürlich, Papa, Kinder, allen zusammen, alles Gute und auf das, was du angefangen hast, nach 30 Jahren kann man nicht sagen, dass es ja gerade angefangen, sondern dass die Tradition, die es inzwischen schon geworden ist, dass er die weiterpflegt und uns mit guten italienischen Dingen weiter versorgen könnt. Ganz viel Glück dabei. Vielen Dank.